Hey Leute, Montagabend. Ich habe gestern Abend drei Dinge aufgeschrieben, und zwar Kilokalorien, Laufen, was bedeutet gehen zur Arbeit und zurück, und Liegestütz. Das Ding ist, die Kilokalorien habe ich noch nicht ganz abgeschlossen, aber ich werde gleich nochmal rechnen, was ich quasi zu Mittag hatte, und dann das Abendessen natürlich davon noch mitberechnen, wie viel ich essen darf. Laufen habe ich gemacht. Und zwar noch mehr als eigentlich gedacht, weil ich heute noch mal in die City musste, was besorgen. Und ja, Liegestütze machen wir jetzt, ne? Los geidert! Fuck! Ein noch, komm! Oh, komm, Zehnter, bitte, bitte! Ja! Zehn, Alter! Ich glaube, wir müssen durch die Kampfrichter noch mal prüfen lassen, ob ich ganz unten war oder nicht. Aber fucking 10, Alter. Hey, mein Arsch guckt raus. Dafür ein Like. Geht noch einer? So. Zwölf, Motherfucker! Zwölf! So, jetzt müssen wir aber wirklich gucken, ob die Power raus ist. Oh ja, oh ja. Geil. 13 sind es nicht geworden, aber 12 und ein halber. Was könnt ihr, Motherfucker? Oh yeah. Au. Au. So, das bedeutet also, wir können Kilokalorien streichen, wir können Laufen streichen und die Geschütze auch. Und dann machen wir einen fetten Haken. So, ich gehe jetzt essen, ausschwitzen. Nein, nur einfach ausschwitzen, fertig schwitzen. Und dann werde ich Ghost Recon streamen. Hm? Geil. Oh, hallo. Willkommen zum Vlog 24. Wir sind in München im Dreh. Tschüss. Es ist Donnerstag. Es ist Tag des Drehs. Oh. Nicht so gut geschlafen, die Kissen waren so ein bisschen ungemütlich für meine Verhältnisse. Ich fand die geil. Mr. Bear ist auch wieder am Start. So, wir drehen heute das für Max. Weiß noch nicht ganz genau, wie viel ich davon filmen kann. Darf, soll, muss. Wir gucken einfach mal. Vielleicht gibt es ein bisschen Teaser. Wir sind jetzt kurz beim Einkaufen gewesen, haben noch ein paar Requisiten geholt und werden jetzt demnächst los zur Location fahren. Ich mache noch kurzes Päuschen hier. Heute wird ein anstrengender Tag. Wir haben 4 Stunden Drehzeit und dann muss ich noch 6 Stunden Auto fahren. Ich hoffe, ich bringe die Jungs hier ans Ziel. Ah, müsste klappen. Das ist voll mein. Simon mit der Big Kamera. Hey! Bing bang! Bing bang! Heute wird geschonet. Das ist eine schöne FS7. Geiles Gerät. Das sieht ja gut aus, der Max. Der Gerät schneidet schmerzfrei durch die Linse. Nicht der und der. Oh, oh. Soll ich eher noch da gucken oder noch da? So? Oder eher so? So, Freunde. Wir sind jetzt fast schon durch mit dem Dreh. Wir sind schneller fertig geworden als erwartet. Ich habe hier mal schönen Thronplatz genommen, ne? Wie sich das standesgemäß für den Piraten-Captain gehört. Ne? So, wir müssen weitermachen. Die anderen gucken schon. Tschüss! So, schönen guten Tag. Es ist Sonntag. Ich mache mir gerade Frühstück. Das bedeutet, ich toaste Toast, mache Eier, mache da Käse drauf, Ketchup drauf und dann haben wir lecker Sandwiches. Und ich habe ja gestern League of Legends gestreamt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat mich so hart getiltet. Schon auch, weil ich natürlich super bad bin, aber was mich so getiltet hat, war, dass die ADCs dermaßen runtergenervt wurden und ich die Rolle halt so sehr gerne spiele, dass ich einfach gedacht habe, warum? Warum das tun so? Ich will nicht jetzt unbedingt eine neue Position lernen. Ich will nicht, dass sich dauernd irgendwas verändert. Zum Beispiel Varus wurde ja auch wieder genervt. Obwohl der einzige ADC war, der mal endlich was gekonnt hat. Hey, hey. Oh nein, wir sind nicht bei Mori kocht. Pirat wurzelt. Muckatnuss, die Muskatnuss. Auf jeden Fall hat mich das so rausgetiltet, dass halt sich dauernd irgendwas verändert und man eigentlich als filthy casual, wie ich halt nur mal einer bin, überhaupt keine Chance hat, quasi rauszukommen über Bronze oder Silber.
vielleicht noch Gold, aber gibt es da eine schöne Buttermilch dazu. Da die jetzt schon ganz gut brutzeln, lassen wir das erstmal so. Auf jeden Fall war ich gestern echt drauf und dran, League of Legends zu deinstallieren. War einer der furchtbarsten Streams für mich, weil ich mich auch nicht mehr zusammenreißen konnte. Ich war dann so getötet, dass ich echt salty wurde. Brauchen wir keine Energie mehr reinstecken. Schieben die Eierlein so ein bisschen in die Mitte und mal einen Deckel drauf. Und dann können die da mit der Resthitze garen. Deswegen habe ich mir überlegt oder generell mal in Frage gestellt, okay, eigentlich hast du ja deine Aggressionen im Griff, nur gestern eben nicht. Ich dachte es mir währenddessen schon, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich war einfach komplett getiltet. Was bedeutet, dass ich mir sehr stark... Oh, ich soll den Toast nachladen. Was bedeutet, dass ich eigentlich Dinge, die mich negativ beeinflussen im Leben, aus meinem Leben streichen will? Und mit League of Legends ist das eigentlich recht simpel. Das bedeutet einfach mal... Oh, guck mal, bauchfrei. Lecker. Wenn ich alles Negative aus meinem Leben entfernen will, dann muss ich auch League of Legends entfernen. Wobei ich ja sagen muss, alleine geht's, nur im Stream geht's halt überhaupt nicht. Weil ich ja euch auch so ein bisschen was bieten will. Das heißt, nice Plays und so weiter, aber dafür spiele ich zu wenig. Na, ich spiele das nur als Mitläufer quasi, weil ja meine ganzen Arbeitskollegen und Freunde das halt spielen und ich halt einfach mitreden will. Aber da ist es eben die Frage, dieses kurze 5-Minuten-Gespräch, wo ich mitreden kann, ist es das wert, quasi so getiltet für 3 Stunden zu sein? Und sogar noch darüber hinaus, ich war abends noch tiltet und habe mein Whiteboard nicht mehr weitergeschrieben. Einfach, ich war komplett getiltet, ich hatte keine Kontrolle mehr über mich. Ja, und das dementsprechend demotiviert bin ich heute auch aufgewacht. Das kann es halt echt nicht sein. Sowas brauche ich nicht in meinem Leben. Also bedeutet, dass ich abgewägt habe, hin und her, ist es League of Legends wert oder die 5 Minuten quasi, wo ich mit meinen Kumpels drüber reden kann, so getötet immer zu sein. Noch schön Butter drauf. Hat übrigens so um die 800 Kalorien. Also nur mal nebenbei. Krass, wie sich die Kalorien immer verstecken. Aber es ist viel Eiweiß drin, was natürlich gut ist zum Muskelaufbau. Da ich gestern Liegestütz gemacht habe, es waren 11 Stück, danach habe ich geplankt. Für so lange immer, wie ich es halten konnte. Ich habe es nicht gestoppt, sollte ich vielleicht mal machen, um da einen Fortschritt sehen zu können. Bedeutet, heute habe ich einigen Muskelkater, also so geht's noch. Aber wenn ich mich strecke, habe ich ganz schön Muskelkater im Bauch. Aber ist geil. Warum? Einfach, weil man die Muskeln spürt, die man eigentlich irgendwann mal sehen soll. Das bedeutet, ich habe jetzt schon das Körpergefühl, als hätte ich da unten einen flachen Bauch, weil ich ja das Fett, das spürt man nicht so. Aber unten drunter, warte mal, hier, unten drunter die Muskeln, hier wo es zieht, da spüre ich das. So, und dann fühle ich mich schon, ich fühle halt meine Muskulatur. So, und wenn man dann nur die Muskulatur sieht, dann wäre natürlich gegeben. League of Legends, Wix-Spiel, bin ich am überlegen, ob ich es nicht einfach runterschmeiß. Meine Tafel leider nicht weitergemacht, da gucken wir jetzt gleich nochmal drüber. Heute Abend gibt es wieder einen Ghost Recon Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich einschaltet, ab 20 Uhr ungefähr, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, weiß ich noch nicht ganz. Bitte schaltet ein, das motiviert mich sehr, wenn ich da ordentliche Zuschauerzahlen habe. Es ist in der Vergangenheit so ein bisschen runtergegangen. Ich habe diese Woche 5-mal gestreamt oder so. Aber auf jeden Fall, wenn ihr da einschaltet, wäre ich euch sehr dankbar. Dann gucken wir uns noch schnell die Tafel an, zusammen. Tada! Vollkorntoast. Weil volle Kohlehydrate und so, ne? Sonntag. Vlog geschafft, gute Zeit geschafft. Und den Ghost Recon Stream habe ich auch geschafft. Montag habe ich mir vorgenommen, Kilokalorien laufen und Liegestütz, habe ich geschafft. Dienstag nach Equipment gucken. Ich habe mir tatsächlich jetzt auf eBay einen Mikrofon-Vorverstärker bestellt, damit das ein bisschen besser klingt. Dass ich auf dem Beruf meine Zeit logge und nochmal Liegestütze mache. Alles geschafft. So, dann ging es an Mittwoch ran. Da war quasi der Dreh für Max. Da waren wir in München. An alles denken war mein erstes Ziel. Das habe ich geschafft. Hab alles dabei gehabt. Wir haben nichts vergessen. Alles gemacht. Dass ich safe fahre, das habe ich auch hingekriegt. Bedeutet, dass ich nicht zu nah auffahre oder bla, aber halt trotzdem zügig fahre. Ne? Das war schon gut.
So, und dann Salzsturm noch vorbereiten wollte ich noch, damit wir währenddessen wir dort sind, quasi über Salzsturm der Gefühle noch sprechen können. Habe ich leider nicht geschafft. Ne, da war die Zeit vorher einfach zu knapp. Hilft ja nichts, muss man durch. Donnerstag habe ich mir dann nichts vorgenommen, weil ich ja nicht hier war, um drauf zu schreiben. Freitag auch nicht, weil ich nachts um 11 nach Hause kam und einfach nur ins Bett gefallen bin. So. Gestern habe ich mir vorgenommen, den Livestream zu machen. Habe ich gemacht. Liegestütze habe ich gemacht und sogar noch Planks dazu. Aufräumen habe ich auch getan. Ist einigermaßen aufgeräumt hier wieder. Aber Wäsche habe ich nicht hingekriegt. Nicht, weil zu wenig Zeit war oder sonst was, sondern ich habe einfach nicht daran gedacht. Das heißt, ich muss diese Tafel noch ein bisschen besser positionieren. So, und heute Abend nehme ich mir für Montag wieder was vor. Weil für heute habe ich mir wieder nichts vorgenommen. Wow, weil tilt. Das erste Woche quasi, wenn es noch ein bisschen holpert, dann ist es halt so. Fortschritt statt Perfektion. Immer wieder. Immer und immer wieder. So, das bedeutet, wir machen die Woche einmal clean. Außerdem habe ich mir, damit ich es nicht vergesse, aufgeschrieben, die 2-Minuten-Regel ans Ego zu denken, dass ich nicht dauernd mein Ego in den Vordergrund stelle, sondern mit Argumenten quasi agiere. Und was hast du heute für deine Verbesserungen getan? Das ist eine Frage, die muss ich mir aufschreiben und an die muss ich noch mehr denken, weil das klappt noch nicht so ganz gut. Montag ist aufgeschrieben und damit kann die Woche dann beginnen. Heute Abend muss ich nur dran denken.